Der Polylux e.V. auf dem Neubrandenburger Datzeberg feiert in diesem Jahr sein 15-jähriges Vereinsjubiläum. Die Vision ist leicht verständlich: Licht in das Leben der Menschen bringen und sich für deren kulturelle, geistliche und soziale Bedürfnisse einsetzen. Der Verein ist mit seiner Arbeit schon ein Drittel der Stadtteilgeschichte auf dem Datzeberg vertreten. Es hat ganz klein angefangen. Wir haben den Datzeberg für uns entdeckt als Stadtteil, wo wir uns engagieren wollen, wo wir ganz viele tolle Leute getroffen haben, die ganz viel Potenziale haben, die manchmal noch so ungehoben sind, und haben dann Schritt für Schritt einfach angefangen, uns hier zu investieren. Haben ganz kleine oder uns in Projekten mit engagiert, die schon da waren, und dann irgendwann angefangen, eigene Projekte gemeinsam mit den Datzebergerinnen und Datzebergern zu starten, die ganz viel Schönes transportieren, hoffentlich. Um das 15-jährige gebührend zu feiern, wurde auf die neue Vereinsfläche in die Max-Adrion-Straße zusammen mit der Caritas zu einem bunten Fest eingeladen. Kinder konnten spielen, für die Verpflegung war gesorgt. Auch ein Bühnenprogramm war vorbereitet. Love lift us up where we belong. Der erste Vorsitzende Ralf Neumann sieht auch in Zukunft viel Potenzial für neue Projekte, die die Arbeit des Vereins vorantreiben. Es gibt immer wieder neue Projektideen, es gibt immer wieder tolle Gestaltungsmöglichkeiten in verschiedenen Bereichen, und ich weiß nicht genau, wie das aussehen wird in 5 oder 10 Jahren, aber ich weiß, dass es was Schönes sein wird, weil die Datzebergerinnen und Datzeberger strahlen. Welche Ideen und Projekte umgesetzt werden, muss sich zeigen. Doch der Polylux-Verein wird mit Sicherheit eine Institution auf dem Datzeberg bleiben.